Hätte doch gern gemacht, Schätzchen. Ich verdrück mich die ganze Zeit bei die Aufnahme. Fällt mir aber erst zu spät auf. So, wie geht's in Charisma? Besser. Husi, wenn du wach bist, dann spielst du mit Schach. Bitte? Ich frag gar nicht nach. Und jetzt kann Linda ihn nicht mehr leiden. Jonas, bitte. Fühle ich den Punkt. Entschuldigen, ja. Keine Backpfeife geben, das ist tatsächlich nicht so schön. Na, du musst dein Charisma vergrößern, sonst bist du nicht befördert. Das ist der einzige Grund, warum du mit Linda redest. Sonst würde ich eigentlich sagen, dass jeder jeden hasst. Ich pack den Slowshot rein, Marlon. Wenn jetzt auf 10 Sekunden, ich weiß, dass du jetzt wieder spammen wollen wirst. Aber ich hab dagegen vorgesetzt. Bitte? Ich hab keine Punkte mehr. Sehr schön, endlich. Ey, Captain Kipper Level 3, eine Kommunikationsfähigkeit erreicht ihr. Von ihr hätte ich echt Respekt. Flurba? Können wir es so machen, dass alle sich hassen, außer mich. Mich lieben einfach alle. Eigentlich war es andersrum geplant. Fühle ich, feiere ich mich jetzt gerade selbst wie ein Witz, bin ich ehrlich. So, dann kommst du nach Hause, sehr schön. Dann schläfst du bitte. Und du sollst dich davor erstmal waschen. Ja, wie wär's mal mit Spaß? Sie ist einfach. Ja, der Spaß kommt doch. Wenn du genau geachtet hast, dann wirst du sehen, warum der Spaß kommt. Der Spaß ist jetzt da. Ja, der Spaß kommt gleich. Ich werde wie ein guter Christin und nicht hingucken. Aber das Vergnügen lasse ich euch doch gerne. Naja, ne, reden wir nicht drüber. Okay, ich komme angetrottet. Okay, ich muss. Okay, danke, es wird genau davon unterbrochen, dass das Koks jetzt reisen geht. Dann seht ihr es auch nicht. Glück gehabt. Husi muss jetzt nämlich heftig Schach teilen. Aber wirklich genau in dieser Sekunde, ne? Ich alle weg. Ey, ich spiele mit den dicken Mann Schach. Mitspielen. Stimmt, kann. Ja klar, Koks ist gut Schach. Koks ist ein Profi-Schachspieler. Wissen wir noch nicht. Logikfähigkeit, wo ist denn das? Wir brauchen Logik. Einfach mal aggressive Logik raus. Okay, es ist tatsächlich gar nichts passiert, aber du gehst jetzt mit ihm nach Hause, Kokoskeks. Ja, Kokoskeks hat verloren. Hat er verdient, bin ich ehrlich. Entschuldigung, wollte ich meinen Mann nicht beleidigen. Kannst du mir verzeihen, Linda? Nein. Schade. So, jetzt Kokoskeks. Geht's allen gut? Kokoskeks, du kannst jetzt befördert werden. Freundliche Interaktion musst du erst machen. Du musst erst freundlich interagieren. Du schnabulierst jetzt die Reste und dann redest du leider mit Jonas. Freundlich, Tag verschönern. Ich will nicht mit jemandem reden. Also ich dachte, ich soll jeder lieben. Kann ich mal was schreiben, besten Dank. Ja, nö. Wirklich, vielen Dank. Lustige Aktivität verschlagen. Lustige Aktivität, worum wird es sich dabei handeln? Und dann könnt ihr noch tratschen. So, und danach. Was, nö, danach kannst du nicht nichts tun. Linda, was machst du? Du dallst nicht. Du musst ein Buch weiterschreiben. Linda kann eine Liebesmail schreiben. An Kokoskeks, oder Linda? Oder an wen anders? An Anne Hermanns? Hast du Bock an Anne Hermanns? Eine Liebesmail? Oder an Marlon? Nein! An Kokoskeks. Eine Liebesmail, Digga, was wird das sein? Jetzt lass mal gucken, was wird die Liebesmail? Was eine heftige Liebesmail. Hart Respekt. So. Und dann würde ich sagen, willst du ein Poesiebuch schreiben oder ein Sachbuch, ein Kinderbuch, eine Kursgeschichte? Daran, Linda. Ein Schulbuch.
Ein Schulbuch, danke dir. Dann also, dann käme ein Sachbuch am ehesten ran. Okay, Kirps stinkt wieder. Ein Sachbuch über Schule. Ja, stimmt, das wäre, da können wir den Titel zusammen auswählen. Der wird wahrscheinlich extrem heftig. Aber Linda, du sollst nicht mitreden. Du sollst deine soziale Interaktion bitte möglichst gering halten. Beleidige einfach alle, dann hassen die dich und dann kannst du mit niemandem mehr reden. Das ist der Plan. Der Fuchs der Schlossallee. Das ist ein Sachbuch. Und mein, Leute, was meint er? Was soll der epische Titel sein des grandiosen Sachbuches? Die Lebensgeschichte des Roten Barons. Weitere Vorschläge? Okay, dann denke ich, das ist angenommen. Nee, noch, hat irgendwer noch Vorschläge? Nein. Gut. Die Lebensgeschichte. Ich hab falsch geschrieben, juckt nicht. Erst zu Ruh. Immer. Und Lull W. Und die Beschreibung ist. Rote Baron. Ist rot. Lull W. Da kriegen ihre Eltern noch richtig Bock, das zu kommen. Tot. Ist rot und gleichzeitig tot, hätte man schreiben können. Ja. Ey, Matti. Hm? Wie findest du das auf meinem Server mit dem nicht aktiv? Finde ich lustig, finde ich lustig. Ich bin da voll krank, ich kann die Stimme, also Linda kann ich mir erscheinen, aber ich weiß echt nicht, ob Marlon oder ob Jonas redet. Ich bin mir nicht mal sicher, ob Jonas überhaupt noch in Discord ist. Ich kann es gar nicht mehr erscheinen. Ist er noch im Discord? Ja, also Jonas ist noch im Discord, ne? Nee. Okay, schade. Alter, meine Stimme ist einfach scheiße unmotiviert, Bruder. Ich hör mich so, als springe ich gleich aus dem Fenster, Digga. Wie kannst du das machen? Schade wär's nicht. Aber es ist natürlich alles nicht ernst gemeint, was ich sage, ne? Ich bin ja immer noch hinter deinem Greenscreen. Darfst du nicht vergessen. Ich wollte mich gerade wirklich kurz umdrehen. Wirst du ja aufgefallen, ist Moment mal, es ergibt gar keinen Sinn. Hatte ich kurz Schiss bekommen. Und dann wurde ich wieder männlich. So, Matti, was machst du denn bitte? Ich kann mich meinen Arbeitsamt registrieren. Nehme an einem Profiturnier kann ich teilnehmen. Wisst ihr, warum ich voll krass bin? Daran, wir werden es wahrscheinlich erfahren. Ich habe heute den ganzen Tag im Garten gearbeitet. Oh, ist ja krass. Ja, wie eine richtige Legende. Ich hab echt Respekt vor dir, bin ich ehrlich. Vielen Dank. So. Kip. Level. Ach Mist, Kip muss auch Schach spielen. Nicht euch zusammen Schach spielen lassen können. Kannst du mit mir Schach spielen? Mit der tollen Ehemann. Alter. Okay, ich sehe es hart am Pumpen. Also manchmal verstehe ich euch nicht, dann ignoriere ich das einfach, okay? Gut. Dann nochmal nett zu Jonas. Verschönere ihn doch bitte in den Park. Dann kann ein herzenkommendes Kompliment machen. Hey Jonas, dein Hintern ist so riesig, Jonas. Digga, guck dir das an. Ja, aber guckt es euch doch mal an, wirklich. Also. May pick you in bar. Ganz gut. Ich hab so kurz nicht so. Alter, Jonas, dein Hintern ist doch. Ja, aber wirklich, guck mal. Das ist einfach. Geht doch fast nicht. Doch hart ungesund. Okay, Freunde, wenn ihr euch den abgeschlossen habt, bitte redet nicht mehr mit den Leuten. Naja. Wir haben Geld, Jungs. Wir können endlich eine Mülltonne leisten. Die stelle ich aber auch vor Marlons Bett. Müll. Hä? Mach das einfach als mein Bett. Geht leider nicht, aber schön wär's. Ich stell einfach zu. Ehrenlos. Tut mir leid. Das gibt eine Anzeige. Kannst du mir verzeihen? Nein. Ich habe gar keine traurige Musik in mein Streamdeck gepackt. Und irgendeinen anderen Scheiß, aber traurige Musik. Ja, ich hab jetzt vom Prinz Markus und anderen, wo er schreit, ich bin reich reingepackt, aber ihr habt traurige Musik vergessen, Digga. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Ja, wird man's gehört haben. Ich bin reich
Und ich scheiß auf alles. Lol, weh. Unser Kind schläft draußen. Ey, wenn Kipp da wäre, die... Ich bin so geil, ich könnte diesen Ball gerade schicken. Das sagt man nicht. Ich hab nur ihn zitiert. Aber trotzdem, nicht, das sagt man nicht. Ey, Jungs, guck dich mal an. Hier schläft einfach so... Was müsste ich die Nachbarn denken? Das ist einfach kompletter Rohbau ohne Dach, wo vor einem Bett mit Müllton steht und da schläft da so ein kleines, stinkendes Kind. Also doch... Also das ist doch krank! Das Adjektiv stinken ist ganz wichtig. Ja, aber wirklich!